So, heute soll es mal wieder ein richtiges Pfeifenvideo geben. Ich habe ja vor einer Weile einen Satz Pfeifen geschenkt bekommen von einem guten Freund, der die in einem Kasten in einem Haus fand, das er gekauft hat. Und das hier ist eine Hilsen Newtone extra. Allerdings, vielleicht könnt ihr das sehen. Ist das hier sicherlich ein neues Mundstück, ein Ersatzmundstück. Das ist hier unten sehr, sehr grob zugeschliffen. Und das werde ich jetzt überarbeiten. Das hat innen einen Metallzapfen. Das wäre mir auch nicht bewusst, dass Hilsen solche Dinger hat. Ich werde es also hier unten noch entsprechend anpassen an die Pfeife. Und das Ganze muss natürlich auch aufgearbeitet werden und entschmantet. Und ich hatte auf Facebook erwähnt, dass ich dafür keinen Danclorix nehme, sondern stattdessen einen professionellen Grill- und Backofenreiniger. Dieses Zeug hier. Das habe ich von einer Kollegin gekriegt, die das bei ihrem Türken kauft. Und das ist eine etwas vergelte Lösung Natriumhydroxid. Das hat für mich den Charme, dass ich nicht das Mundstück dort einlegen muss und es dann natürlich auch von innen angegriffen wird, sondern dass ich tatsächlich mit dem Pinsel das Mundstück gezielt von außen bearbeiten kann. Und das zeige ich euch jetzt gleich. So, das mache ich natürlich über der Spüle. Denn das Zeug ist wirklich hochaggressiv. Wenn man das auf die Finger kriegt, hat man keine Fingerabdrücke mehr. Und da ist so ein Spezialpinsel integriert, der das aushält. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich das einfach von außen einstreiche. So dass ich also auch es nicht innen reinkriege. Und dann lege ich das Ganze ab. Über der Spüle wohlgemerkt. Es fängt schon an, widerlich zu stinken. Und ich zeige euch mal, wie schnell das wirkt. Da unten könnt ihr sehen, tropft bereits die braune Brühe runter. In der Zwischenzeit fange ich schon mal an, innen die Kohleschicht zu reduzieren. Da gehe ich einfach mit einer Drahtbürste rein. Ralf hat geschrieben, dass er dafür so Aufsätze benutzt aufs Bohrgerät. Ich ziehe es vor, hier per Hand zu arbeiten. Das ist etwas langsamer, gemächlicher und hat doch, hoffe ich, annähernd denselben Effekt. So, ich habe das jetzt gerade mal 10 Minuten mit dieser Lösung beträufelt gehabt. Ihr könnt sehen, da tropft es ganz widerlich braun runter. Und jetzt wird das einfach abgespült. So. Und dann reibe ich das Ganze mit einem Mikrofaserlappen ab. Und man hat jetzt den wunderschönen Geruch von schwefeligem Vulkanit in der Nase. So. Abtrocknen, durchpusten und dann geht's zum Schleifen. Ich glaube, man kann das ganz schön sehen, dass es jetzt wieder schwarz ist, das Mundstück, und das innerhalb kürzester Zeit. Und wie gesagt, kein Angriff auf das Mundstück von innen. Ich schleife das mit Tausender und Zweitausender Schleifpapier und dann Presto Polierpaste. Und anschließend kommt da noch eine Wachsschicht wieder drüber. Das erspare ich euch jetzt im Einzelnen, weil das einfach eine Menge Handarbeit ist, die nicht wirklich interessant ist anzuschauen. So, inzwischen brutzeln die Parathas fürs indische Abendessen. Und ich zeige euch so lange mal,
wie sie geworden ist. Das Mundstück wieder perfekt schwarz. Der Übergang glatt und sauber, ohne diese hässlichen Schleifspuren. Ihr seht, ein ganz bisschen Rand am Kopf habe ich mit abgeschliffen. Teilweise war der Rand überständig. Und ich finde, sie ist insgesamt wieder sehr, sehr schön geworden. Mit dabei in dem Paket, in dem Konvolut, war auch diese schöne kleine Criswell. Auch die aufgearbeitet ohne Filter. Wunderschönes, kleines, elegantes Pfeifchen. Dann war da drin noch eine zweite Hilsen, eine Hilsen Junior. Ich habe hier ganz bewusst ein wenig von den Macken am Rand stehen lassen, weil ich denke, sowas gehört einfach zur Geschichte der Pfeife dazu. Dann hat es hier eine Dr. Plum, bei der bin ich mir noch nicht sicher, was ich mache. Weil der Metallzapfen, der da drin steckt, ist schief und ich weiß noch nicht so wirklich, ob ich das angeglichen kriege oder nicht. An sich ganz hübsch, aber mal gucken, kann man das sehen? Ja, kann man gut sehen, dass das überhaupt nicht bündig miteinander abschließt. Naja, die bedarf noch etwas Arbeit. Dann war da drin diese schöne mit einem schönen Grain, einige Spots, aber sowas stört mich ja nicht. Auch die hat einen Metallzapfen. Ich nehme fast an, dass der Vorbesitzer die Metallzapfen eingearbeitet hat. Das ist eine Lincoln. Eine Marke, zu der ich überhaupt nichts gefunden habe, außer auf Pipedia, dass sie überhaupt existiert. Und eines der schönsten Stücke daraus, diese Savinelli. Auch hier habe ich darauf verzichtet, allzu tief mich dran zu geben. Die hat halt noch ein bisschen Schmauchspuren am Rand. Ist aber auch ansonsten wieder sehr, sehr schön geworden. Ja, das war's von mir. Die Aufarbeitung war sicherlich jetzt nichts wirklich Spektakuläres. Mir ging es nicht zuletzt darum, mal zu zeigen, was ich als Dan-Chlorix-Ersatz nehme. Wie gesagt, ich finde es sehr praktisch, dass man damit die Pfeifen von außen einreiben kann, einpinseln kann. Ich tauche es wie gesagt nicht und es geht schnell. Es geht wirklich schnell. Also innerhalb von 10 Minuten bis maximal einer Viertelstunde bin ich soweit, dass ich die Pfeifen dann abreiben kann. Viel von dem Schmand geht dann schon mit einem Mikrofasertuch weg und dann den Rest einfach abschleifen. Kann ich also nur empfehlen, wenn ihr sowas mal findet. Wahrscheinlich gibt es sowas im Internet, vielleicht gibt es auch sowas bei Gastronomiebedarf. Könnte ich mir vorstellen. Sehr praktisch und man kriegt damit auch wunderbar Grillroste, Backbleche und Backöfen sauber. Das ist eine Wucht, das Zeug. Also, bis zum nächsten Mal hier auf YouTube. Macht's gut. Wir sehen uns. Tschüss.